Tja, und somit nochmal herzlich willkommen beim eigentlichen Spiel. Wie man sieht, die Grafik ist wirklich sehr, sehr, sehr gewöhnungsbedürftig. Vor allen Dingen im Vergleich zu den ersten drei Monkey Island Teilen. Der erste Teil hatte noch liebevoll handgezeichnete Sachen, also digital gezeichnete. Der zweite hat dann liebevoll handgezeichnete, eingescannte Grafiken. Der dritte Teil diesen unvergleichlichen Comic-Look. Und hier im vierten Teil haben wir jetzt diese... Ich weiß nicht. Diese... Vektor 3D. 15, 5,5, 12. So, Steuerung. La 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 la. Okay, Steuerung mit Gamepad geht auf jeden Fall einfacher als mit Tastatur. Und wir sprechen gleich mal mit dem Katapultisten. Wenn der uns lässt. Alter, er sieht so schräg aus, der Typ. Der erinnert mich doch. Hey! Was soll das? Aufhören! Beklängt. Ich mach doch gar nichts. Der Katapultist erinnert mich ja voll an die Typen aus Cry of Fear, diese komischen Clowns da. Verzeihung? Was? Bitte hören Sie auf, mein Haus zu beschießen. Das ist wirklich zermürbend. Tut mir leid, Sunny Boy, aber Befehl ist Befehl. Aber... Wie kann ich Sie dazu bewegen, mein Haus nicht mehr mit Steinen zu bewerfen? Generell? Ich schätze, ein Unterlassungsbefehl würde reichen. Aber dazu brauchst du Anwälte, Junge. Und die sind teuer. Okay, und was ist mit einer vorübergehenden Unterbrechung? Tja, ich darf mir meine Essenspausen frei einteilen. Dummerweise habe ich nichts zu essen. Okay, wir müssen ihm also was zu essen organisieren oder wir suchen Anwälte. Allein wenn ich das Wort Anwälte schon höre, habe ich ein bisschen Angst vor Monkey Island 4. So, kann ich jetzt... Ach, da kann ich runter? Was murmeln Sie dafür Zahlen? Ehrlich gesagt, keine Ahnung. Das sind irgendwelche Zielkoordinaten oder so. Aber der Teufel soll mich holen, wenn ich jemals hinter das System komme. Ich weiß nur, wie ich diesen Kaktus treffe. Auf diese Weise eiche ich das Katapult auf das Ziel ein. Ah, und der Kaktus sieht zufällig aus wie eine Zwille da hinten rechts, sehe ich gerade. Kannst du mal zeigen, wie das geht? Würden Sie mir zeigen, wie Sie den Kaktus treffen? Nein, das mache ich nur, um das Katapult neu auszurichten. Ich möchte keine Steine verschwenden. Die Dinger sind teuer. Ach, verdammt. Okay, müssen wir also auch noch irgendwie hinkriegen, dass er das Katapult justieren muss. Dann gehen wir erstmal hinfort. Sie scheinen ein beschäftigter Mann zu sein. Viel Spaß noch bei Ihren Untaten. Danke. Tschüss. So, laufen kann man auch, zum Glück. 6,7 minus 27. Was? Feuer! Was macht er denn da? Betrachte Busch in Form eines fetten Vogels. Das ist ein fetter Vogel. Ah ja, was haben wir da? Eine fette Kuh? Betrachte kuhförmigen Busch. Hey, wenn das keine Marktlücke ist. Vegetarier-Steaks. Ja, aber aus... Ach, weiß ich nicht. Schmeckt doch nicht. So, hier haben wir noch ein fettes Schwein. Schweineförmiger Busch. Dieser schweineförmige Busch macht mir Angst. Na, ich weiß aber nicht warum. So. Gehe Richtung Mealy Island Trademark. Ach, wir sind zurück auf Mealy Island. Wer hätte das gedacht? Sieht ja alles ein bisschen anders aus jetzt. Kann man die... Ich will die Uhr angucken. Wie kann ich die Uhr angucken? Betrachte Uhr. Es ist 3 Uhr. War es nicht immer 10? Hier war es doch immer 10. So, ich versuche mal so zu vergleichen mit dem ersten Teil. Hier haben wir diese Wahrsagerin, das House of Mojo. Huch! Ich wollte gar nicht reingehen. Ich wollte nicht reinsehen. Doch, jetzt sind wir schon mal hier. Untersuche Flasche mit cremiger Flüssigkeit. Froschsperma. Bitte was? Cremige Flüssigkeit? Na, köstlich. Fängt ja gut an. Schleimige Flüssigkeit. Seeschneckenpaté. Warte. Cremig will ich nicht. Seltsame Flüssigkeit. Möwenbandwurmextrakt. Das ist wirklich ekelhaft. Und hier noch salzig. Alter, jetzt... Die Steuerung ist eine Katastrophe! Zähe Flüssigkeit. Affenachselhöhlensirup. Das hört sich verlockend an. Schmier ich mir manchmal gerne auf Toast. Die Steuerung ist übrigens, hier war noch irgendwo salzig, kann das sein? Ach, leck mich doch.
Voodoo-Perlen. Wachsam. Wie wachsam? Betrachte Voodoo-Perlen? Wachsam. Okay. Betrachte handförmigen Tisch. Hi-Fi, Low-Five, eher. Mhm. Der Tisch ist wohl Second-Hand. Betrachte Ringfinger. Wenn das ein Ringfinger ist, möchte ich den passenden Ring lieber nicht sehen. Nee, vor allem nicht bezahlen für die Hochzeit. Betrachte kleinen Finger. Für einen kleinen Finger ist er ziemlich groß. Voodoo-Puppe. Jetzt dreh dich doch nicht immer, Voodoo-Puppe. Autsch, ich möchte nicht in der Haut dieses Kerls stecken. Guck mal, das sieht doch recht verdächtig aus da hinten. Hier kommt doch bestimmt gleich die Wahrsagerin. Betrachte, Alter, diese Steuer. Der dreht sich immer in irgendeine Richtung. Betrachte seltsamen Spiegel. Ein seltsamer Spiegel. Er ist anscheinend an der Wand befestigt. Ach, ich kann ja noch versuchen, Sachen mitzunehmen. Oder zu verwenden. Alter, die Steuerung macht mich aggressiv. Mhm. Der Tisch ist wohl Secondhand. Ich habe schon zwei kleine Finger. Ich brauche keinen dritten Ringfinger. Okay, nimm halt nichts mit. Können wir hier vielleicht... Froschsperma will ich nicht mitnehmen. Nein, danke, ich passe. Verstehe ich gut. Was haben wir denn da noch? Affenachselhöhlensirup. Ja, wissen wir, nimm mal mit. Nein, danke, ich passe. Nimm doch vielleicht mal die Per... Dann gibt's hier noch so komischen... Alter, ich komme da nicht durch. Ja, Alter, ich werde nicht so viel Spaß hier haben. Die sind bestimmt nicht zu verkaufen. Okay. Aber das Spiel soll lustig sein. Wenn ich mit der Steuerung erstmal klarkomme, wird's bestimmt ein Knaller. Nein, ich foltere grundsätzlich keine Fremden. Anwesende natürlich ausgenommen. Ja, vielen Dank. Außerdem hast du ja LeChuck auch gefoltert. Ich erinnere mich genau. Leer. Nichts. Gar nichts. Ach so, nichts im Inventar. Okay, das ist also Inventar öffnen. Alter, ich drücke nach rechts und er dreht sich nach oben. Ich drücke nach links und er dreht sich nach rechts. Wer macht denn diese Steuerung, diese Behinderte? Betrachte seltsamen Spiegel. Ein seltsamer Spiegel. Ich betrachte also den seltsamen Spiegel. Was fällt dir auf? Ein seltsamer Spiegel. Ah, ein seltsamer Spiegel also beim Betrachten des seltsamen Spiegels. Es könnte sich aber auch um was handeln? Um? Ein seltsamer Spiegel. Natürlich. So, benutzen wir den mal. Mal gucken. Er ist anscheinend an der Wand befestigt. Achso, das war ja neben. Ein seltsamer Spiegel. Ein seltsamer Spiegel. Ist hier irgendwie alles das gleiche. Daumen. Das ist der Daumen, der schüttelt die Pflaumen. Ach schön. So nützlich ein dicker Daumen auch sein mag, wenn man per Anhalter durch die Karibik segelt. Ich brauche ihn nicht. Okay. Nichts passiert. Daumen verwenden bringt nichts. Mittelfinger? Nichts passiert. Kleinfinger? Nichts passiert. Okay, was bleibt? Finger, der normale Finger, Zeigefinger. Sie haben geläutet. Hey, Sie sind's. Ja, ich bin's. Sie tauchen wohl immer auf, wenn ich in Schwierigkeiten stecke. Warum? Tja, wer weiß. Vielleicht, weil uns ein unsichtbares magisches Band verbindet. Oder weil das Schicksal unsere Lebensfäden miteinander verwoben hat. Oder... weil ich mit LucasArts einen Knebelvertrag für 5 Spiele habe. Wie dem auch sei. Ich bin hier, um dir zu helfen. Was kann ich für dich tun, Guybrush Threepwood? Tja, Knebelvertrag für 5 Spiele. Soweit kam es ja nicht bei LucasArts. Der 5. Teil ist ja von Telltale Games. Was ich sagen wollte... Die Wahrsagerin, die in den ersten Teilen so cool war, in Teil 1 bis 3... sieht hier irgendwie aus wie eine weibliche Form von Mr. Hanky. Ich würde sagen... Ich habe in den Karten gelesen, so, dass du das sagen würdest. Ich wollte gerade sagen, ich weiß nicht mehr weiter. So, wie kann ich verhindern, dass dieser Spinner weiterhin Steine auf mein Haus schleudert? Wie kann ich verhindern, dass dieser Spinner weiterhin Steine auf mein Haus schleudert? Was fliegt, kehrt stets auf den Boden zurück. Viel wichtiger ist allerdings, wo... es einschlägt. Ja, zum Beispiel in meinem Haus. Ich weiß immer noch nicht, wie ich verhindern kann, dass mein Haus zerstört wird. Die Schwerkraft ist deine Freundin.
Bekämpfe deine Feinde mit ihren eigenen Mitteln. Ja, da hat sie ja alles gesagt. Wir müssen aus dem Kaktus irgendwie eine Zwille machen. Das muss doch irgendwie funktionieren. Wie komme ich nach Luke Ryland? Das ist vergleichsweise einfach. Mit einem Schiff. Aber ich habe kein Schiff. Dann finde eines. Muss ich dir eine Karte zeichnen? Dann stelle eine Crew zusammen. Eine Crew? Wo zum Henker soll ich eine Crew herbekommen? Das hier ist ein Piratennest. Selbst in der momentanen Wirtschaftskrise müsstest du hier einige fähige Seemänner finden. Segle nach Luke Ryland. Aber wie soll ich Luke Ryland finden? Schon mal was von Steuermännern gehört, Guybrush? Soweit ich weiß, findest du in der Scamba einen. Ach, die Scamba, die gute alte Scamba, da freue ich mich schon drauf. Was ich aber sehr interessant finde, habe ich vergessen. Ach ja, was ich sehr interessant finde, Entschuldigung, ist, dass der Guybrush doch eigentlich, der hat doch ein Schiff. Die waren doch gerade mit dem Hochzeitsreisenschiff da unterwegs. Riesiger Kutter, da haben wir gerade noch den anderen Kahn versenkt. Der hat doch ein Schiff. Oder wo ist jetzt die Olle hin? Hat die das Schiff genommen? Haben die kein Zweitschiff in der Garage? Ich verstehe das nicht. Wie komme ich gleich nochmal nach Luke Ryland? Das ist vergleichsweise einfach. Mit einem Schiff. Aber ich habe kein Schiff. Dann finde eines. Muss ich dir eine Karte zeichnen? Ich will abbrechen. Dann stelle eine Crew zusammen. Eine Crew? Wo zum Henker soll ich eine Crew herbekommen? Das hier ist ein Piratennest. Selbst in der momentanen Wirtschaftskrise müsstest du eine gefähige Seemänner finden. Aber wie soll ich Luke Ryland finden? Schon mal was von Steuermännern gehört? Nein. Soweit nein. Ich weiß, findest du in der Scamba. Ja. Ach super, da ist schön, dass der ganze Dialog nochmal kommt. Sie werden lachen, aber ich weiß jetzt, was ich zu tun habe. Sehr gut. Das ist doch bestimmt gelogen. Gibt es vielleicht einen Voodoo-Hokuspokus, der mir weiterhelfen könnte? Ich fühle, dass du in der gefährlichen Kunst des Voodoo herumfuschen möchtest. Ja. Was schwebt dir vor? Haben Sie noch immer diese Voodoo-Puppen gegen das Böse? Tut mir leid, die sind ausverkauft. Wir erwarten aber Anfang nächster Woche eine neue Lieferung von Dinky Island. Mist, das dauert zu lange. Haben Sie noch eines dieser Tarnhalsbänder, mit denen man sich unbemerkt in die Damenumkleide schleichen kann? Die sind irre. Was? Ja! Haben Sie eins? Nein. War ein schlechtes Jahr für unschuldige Augen. Oh ja, den hätte ich gerne. Ich hätte gerne einen +10 Stärketrank. Mal sehen. Wie sind deine aktuellen Werte? Ich fürchte, ich habe keine. Wozu brauchst du dann einen Stärketrank? Guter Einwand. Naja, auch Stärke 0 gibt +10 immer noch 10. Ich könnte einen Trank brauchen, der mich vor heimtückischen Gasangriffen schützt. Wer könnte das nicht? Leider ist unsere Lieferung aus Booty Island überfällig. Ach, Booty Island, die guten alten Insel. Ich bin auf der Suche nach einem magischen Schwert, das meine Gegner zur Verzweiflung treibt, bevor ich sie damit in Scheiben schneide. Wozu das Schwert? Sei einfach du selbst. Danke. Die Zunge ist das Schwert, deswegen hat die Gouverneurin ihn noch geheiratet. Okay. Lass mal das. Haben Sie etwas zu essen? Ich bin am Verhungern. Mein Kaugummiautomat steht leider noch in Puerto Pollo. Wenn du wirklich hungrig bist, würde ich dir die Scamba empfehlen. Puerto Pollo, ach, das waren auch Zeiten. Monkey Island 3. Mensch. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich in Zeiten einer Wirtschaftskrise nicht einkaufen sollte. Stimmt. Okay. Wo machen wir weiter? Ich bin ein wenig ratlos. Eine Art Voodoo Deus Ex Maschine. Ich fühle, dass du dich immer noch für meine Voodoo-Künste interessierst. Hast du an etwas Bestimmtes gedacht? Eigentlich gar nicht. Ich wollte eigentlich eine neue Menüoption machen. Alter, die Steuerung ist so verkackt. So. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich in Zeiten einer Wirtschaftskrise nicht einkaufen sollte. Stimmt. Ich lasse da hier über die Steuerung, es geht eigentlich, man muss sich nur dran gewöhnen. Es ist sehr hakelig und sehr merkwürdig alles. Aber ich glaube, das war auch damals von der Spielepresse einer der größten Kritikpunkte. So. Mein mystisches Auge erkennt, dass du durch sinnloses Geplauder wertvolle Zeit vergeudest. Was möchtest du wissen? Ich wollte nur das Let's Play in die Länge ziehen. Hatten Sie sich nicht auf Puerto Pollo zurückgezogen? Das habe ich. Aber ich fühlte, dass ich gebraucht werde. Hier, auf Mili. Abgesehen davon, ging mir das ständige Gegackere auf Puerto Pollo auf die Nerven.
Warum ist Mealy Island wie leergefegt? Das ist eine ausgezeichnete Frage, Guybrush. Finde ich auch. Und? Was? Warum ist Mealy Island wie leergefegt? Ach das? Vor etwa einem Monat begann ein mysteriöser Geschäftsmann aus Übersee damit, Mealy Island den ansässigen Piraten abzukaufen. Alle, die sich weigerten, ihr Land zu verkaufen, forderte er zu Beleidigungsspielen heraus. Beleidigungsfechten, Beleidigungsgolf, Beleidigungsdart, Beleidigungsarmdrücken und so weiter. Erstaunlicherweise hat er noch nie verloren. Er ist der beste Beleidiger, der jemals auf den drei Inseln gesehen wurde. Eines Tages mussten selbst die besten Piraten von Mealy Island verkaufen, nachdem sie ihre Häuser und Geschäfte verspielt hatten. Das ist ja schrecklich. Warum weigern sich die Piraten nicht einfach zu spielen? Wie viele Piraten kennst du, die einem Duell widerstehen können? Auch wieder wahr. Die wenigen Piraten, die Mealy Island noch nicht verlassen mussten, leben nun in ständiger Angst, selbst herausgefordert zu werden. Beleidigungsfechten, Beleidigungsgolf? Das hört sich an, als hätte jemand in den YouTube-Kommentaren geübt. So, fragen wir gleich mal ein bisschen weiter aus. Ach so, guck mal. Haben Sie Ihr blühendes Voodoo-Zentrum wieder auf Mealy Island verlagert, nur um in meiner Nähe zu sein? Ja, aber vielleicht haben mir meine Kräfte einen Streich gespielt. Ich glaube nicht, das ist einfach mein grundlegender Charme. Was wissen Sie noch über diesen mysteriösen ausländischen Geschäftsmann? Nur, dass er von einem weit entfernten exotischen Ort namens Sydney kommt. Sydney? Das klingt nach einem Jungen, der in der Schule ständig verprügelt wird. Und vor allen Dingen Sydney? Wie passt denn Sydney jetzt hier bei Monkey Island rein? Merkwürdig. Sie haben mir schon so oft geholfen und ich kenne nicht einmal Ihren Namen. Mein Name ist nicht wichtig. Ach, kommen Sie schon. Wie heißen Sie? Fordere das Schicksal nicht heraus, Threepwood. Du wirst meinen Namen erfahren, wenn die Zeit dafür gekommen ist. Keine Sekunde früher. Schade, ich dachte, jetzt können wir hier noch weiter ausfragen. Ich probiere es trotzdem nochmal. Es wird wahrscheinlich die gleiche Antwort kommen, aber wäre schön, wenn was anderes kommt. Ach, kommen Sie schon. Wie heißen Sie? Fördere das Schicksal. Ach, schade. Du wirst mein... Oh, ich wollte gucken, ob ich den Dialog abbrechen kann, aber ich kann das Spiel anhalten. Toll. Meinen Namen erfahren, wenn die Zeit dafür gekommen ist. Keine Sekunde früher. Na gut, dann eben wichtigere Themen. Ich würde gern über wichtigere Themen sprechen. Die da wären? Ich glaube eigentlich, das beste Thema wäre jetzt gar nichts mehr. Im Moment brauche ich nichts von Ihrem enigmatischen Voodoo-Krimskrams. Wie du willst, Guybrush. Du weißt, wo du mich findest. Natürlich, Mrs. Henke, natürlich.